Gott. Meine Fresse. Aber guck mal, ich erkenne die Leute wieder, die oft im COC-Clan waren und auch mitgelabert haben und so, ne? Da erinnere ich mich dran. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ja, ja, ich hab das Buch. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Oh, fuck. Ich kenne dich, Amicia de Rune. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang! Wachen! Ihr könnt fliehen. Wow. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Dieser eklige Alte. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Ekliger alte Wichser, Mann. Aber der Schmied ist nett. Bereit? Das wird die Hölle. Okay. Und ich bereit bin. Let's go, Baby. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Nope. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Jetzt wird's spannend, liebe Leute. Wie konnten wir nur so sehr die Schwere Kontrolle Rüstung. Verlieren? Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Machst du das, Rodrik? Das ist für meinen Vater. Alter, wie er den umbringt! Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Oh, er bricht ihm einfach das Genick, Alter. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Geil. Jetzt kann ich ihn ablenken. Was soll der Lärm? Erledige Töte ihn. Töte ihn. Du wirst bezahlen. Guck mal jetzt. Knack, Alter. Geil. Ich hab etwas gehen lassen. Ich hab mich wohl etwas gehen lassen, sagt er. Er geht einfach hin, wirft ihn um und knackt ihn das Genick weg. Geil, Alter. Oh, herrlich. Ich hasse es, hier rumzustehen und zwei zu tun. Jeder übernimmt einen. Ja. Okay. Ich nehm den mit dem Helm. Der ist für dich. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Was ist das? Bats, Alter. Knack. Schön. Seine Haut möchte ich nicht stecken. Geil, Alter. Oh, das Game ist so gut, ey. Holy shit, Mann. Einfach traumhaft, das Spiel. Und stellt euch das mal vor, Junge. Ich geht mit so einem Typen rum, ey. Er sagt, machst du das öfter? Nö, aber langsam macht Spaß. Er bricht den Leuten halt einfach das Genick, der Typ. Oh, Mann, herrlich, ey. Ja, schon echt gut, ey. Hingehen und dann einfach knack. So gehört sich das. Tötet die Inquisition, Leute. Sie sind alle böse. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Oh Gott, wir sind draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Mama. Oh, Entschuldigung. Scheiße. Mama. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen.
Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Alter, wir haben wieder einen Harry Potter Teil. Wir können jetzt Flammen löschen. Alter, krass, Mann. Jetzt können wir Feuer löschen, anstatt es anzumachen. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Wenn ich die in die Finger kriege. Verreck, Bitch! Rüstung. Wer braucht Rüstung, wenn man Ratten hat? Ha, easy. That's the easy way of life. Aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Hüpf. Scheiße, du brennst! Du brennst! Verdammt! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja, ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Wenn er jetzt ihn tötet und ihm das Genick bricht, könnte ich dem anderen die Scheiße in die Fresse schmeißen, ne? Kümmerst du dich um ihn? Du bist erledigt. Einer weniger. Habe ich mir schwieriger vorgestellt. Hey, wach auf. Wer ist da? Hey. Du wirst diesen Tag noch verfluchen. Hey, wach auf. Wer ist da? Erledige ihn. Zack und? Knack! Gut gemacht. Ich hab mich etwas gehen lassen. Ich hab mich wohl etwas gehen lassen, sagt er. Geil, Alter. Er bricht ihm halt einfach komplett das Genick weg. Ich hab mich wohl etwas gehen lassen. Hört, hört. Hört, hört, junger Mann. Hört, hört. Es ist so herrlich, das Spiel. So. Und jetzt ins Feuer rein, oder was? Müssen wir wirklich da rein? Ja. Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Ja. Oh, was? Was sollen wir tun? Alter, wie der brennt. Und pass auf dein Buch auf. Hier, kümmere dich nicht um sie. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Hilfe. Lauf, Hilfe. Captain Odunga. Mach auf. Komm schon, komm schon. Hörst du mich? Run! Geschlossen! Dahinter brennt es! Bleib zurück! Was tust du da? Öffne sie! Rodrik, geht's dir gut? Ja. Juckt er nicht, er schmied, Mann! Scheiße, nach links! Als wenn den Feuer juckt, Alter, das schmied! Komm, hier lang! Wir haben die ganze Universität einfach komplett abgebrannt. Geil, Alter. Da, wo wir sind, ist Feuer. 11 am Leben. 11 am Leben. Da, sie ist zurück. Amicia! Oh, mein Bruder. Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik, aber psst. Oh,
Das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Oh, er ist so süß. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Drei Wochen später. Ach, guck mal. Dezember 1348. Nein, nein, nein! Doch, Flucht! Doch! Es ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Hau ein! Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also. Wow. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Wenn ich und er keine Liebe machen. Spürst du das auch? Weiß ich Nein, auch nicht. Was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Moderig. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Okay. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Hau rein. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Wow. Eine Abkürzung. Und eine Schmiede. Und wir können sogar was schmieden, Leute. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. 20 Geschosse. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Das sollte mir Bing. Die Sache erleichtern. Habt ihr gesehen, wie groß der Beutel geworden ist? Geil. Ich kann da nur geil zu sagen. Because it is. Aber wo ist der Bub hingegangen? Hallo? Ach, da. Ich habe ihn erst nicht gesehen. Sieht aber auch wahnsinnig geil aus. Wir haben schon Winterzeit da im Spiel. Amicia, sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Auf den Säulen? Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Hier ist Heilung. Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh oh. Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon, schnell! Ich bin so schnell wie das Licht, Kulle. Oh oh, nicht, dass unserem Bruder schlecht geht. Das wäre kacke. Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte. Oh, Ökostrom. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht. Wir sollten es versuchen. Amicia, Lukas! Schade, der kleine Junge. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Ah! Lenny, du hast ihn gefunden! Sie leben. Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Meine Mutter. Beatrice de Roon. Mutter lebt?
Sie lebt. Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt. Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Kapitel 12. Alles, was bleibt. Kapitel 12. Alles, was bleibt. Oh yeah. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Könnte natürlich sein. Ich glaube aber auch, dass die Inquisition noch hier ist. Und hofft, dass wir zurückkommen. Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Das Schöne ist, hier gibt es auch wieder Ratten. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was ist mit ihnen los? Warum machen die das? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Was machen die? Vielleicht eine Art Paarungsritual. Einige Tiere haben merkwürdige Rituale. Es gibt einen Unterschied zwischen merkwürdig und schauerlich, Lukas. Aber wieso denn nicht? Immerhin sind es Tiere. Also ich habe da so meine Zweifel. Lukas! Darüber denken wir später nach. Los! Es muss einen Grund geben. Tja, den Grund möchte ich aber nicht rausfinden. Die drehen sich hier alle. Ach, das ist bestimmt wegen meinem Bruder. Oh, sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube... dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Sie wollen uns nicht reinlassen. Wollen uns aber auch nicht weglassen. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden sie spüren. Mein Zuhause! Hört ihr mich? Mein Zuhause! Ne, das Ding ist, sie wollen uns nicht reinlassen, sie wollen uns aber auch nicht weglassen. Mehr Ratten! Der Landsitz liegt genau vor uns. Hill. Da möchte ich eigentlich nicht rüber, aber da ist eine Kiste. Wieso kann ich das nicht benutzen? Brennt in der Hölle! Aha. Hat sich doch schon gelohnt, oder? Ah, nicht ganz. Wir haben jetzt das andere Feuerzeug... Feuerkram nicht, ne?
Egal. Pornhub geöffnet und wer ist auf der Startseite der Liebe? Echt? Okay. Was ich mich frage, ist, warum du auf dieser Seite bist. Bekommen sie jetzt nämlich nicht raus. Da können wir wohl nicht rein. Da, eine Tür. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Dieses Team funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Und jetzt? Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir. Hallo? Irgendjemand? Piraten? Hey, du da. Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Jeder weiß, was jetzt kommt. Hier, der gehört euch. Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Hey, bist du noch da? Hey, antworte! Dreckskerle! Was? Ach du heiliger Bimba! Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren, hörst du? Irgendwie habe ich Lust, den Typen leid zu lassen. Aber ich kann nicht. Aber doch, ich kann. Quatschki. Wichser. Er war doch keine Gefahr. So ist es sicherer. Er ist keine Gefahr. Das ist genau das gleiche wie letztes Mal. Wenn wir den am Leben lassen, was haben wir am Ende davon? Ja, wir sind tot. Der soll sterben. Besser er als wir. Keiner weiß, ob er noch zu einer Gefahr wird, ne? Das weiß keiner, liebe Leute. Wir sind hier, Lukas. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Oh, wow, guckt euch das mal an. Oh mein Gott, ist das real? Mein Zuhause. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Das ist mein Vater. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Oh mein Gott. Ist er dein Vater?
tiefer. Schon gut, schon gut. Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter. Eine Rattentornado ist... Ist es vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Alter. Holy shit. Vater, sie haben seinen Körper genommen, haben ihn mir genommen. Ich hätte ihn begraben sollen. Ich hätte... Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Amicia. Bitte lasst ihn in Frieden ruhen. Alter, die haben hier einen riesen... Die Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Irgendwas stimmt nicht hier. Warum ist das hier so? Warum haben die hier das Netz aufgebaut? Ich weiß, der Junge hat ja irgendwas damit zu tun. Und wir sollen ihn ja heilen. Aber ich glaube, man könnte diesen Shit hier auch kontrollieren. Guck mal, die haben ja überall... Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Warum werden die Leichen nicht gefressen von den Ratten? Und warum wurde die Leiche meines Vaters in den Boden gebracht? Wir sind da. Es ist dort oben. So, hier kommen die nicht rauf, deswegen können wir das hier einhängen. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja, gewiss. Gewiss? Wow, pass auf. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Lukas, diese Gefäße... Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Infuse? Aber wir haben jetzt wieder Alkohol. Alter, also, das, guck mal, es geht alles zu seinem Zimmer. Das ist es? Ja. Sein Zimmer ist unversehrt. Da hat ja die Mutter gearbeitet. Da sind noch mehr Gefäße. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, 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 das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ein ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest?